Aber wie fährt es denn auch? Kai, du denkst ja richtig mit. Das Spiel mal was richtig Gutes. Nee, hey, das ist super. Oh, krass. Habt ihr Lust auf ein Kaltgetränk? Ja, hallo, also wir sind gerade bei Hofreit angekommen. Ja. Das ist die Area, wo Dinge gepflanzt werden. Ja. Wir sehen hier ganz viel Kräuter hier. Das ist ein Elefantenhaus praktisch. Ja, okay. Und hier sind eher so Blumenwiesen und so. Und dann da drinnen wachsen Bohnen und dann wachsen da andere Dinge auch und so. Und es ist einfach irgendwie eine tolle Gegend hier, also so zu sein und so zu atmen. Oh! Und ich freue mich einfach jedes Mal wieder hier zu sein und diese Pflanzen wachsen zu sehen, weil es sieht auch jedes Mal immer wieder anders aus. Also so, ich meine, wir sind ja ich bin in sehr kurzen Abständen immer hier. Das letzte Mal, als ich da war, als wäre es gestern gewesen. Es war, glaube ich, vor 4 Monaten. Mhm. Und es hat sich so viel getan natürlich. Und das in so einer kurzen Zeit natürlich. Das ist echt wow. Mal mit einem Apfelschale. Muss ein Ventökel sein. Ja. Aber die hier ist hübsch, die da steht. Ich finde es schön, überall da, wo Kai dabei ist, wird immer. Ja, ja. Also. Hier, bis bevor keiner Kamera. Cool. Erstklassige Qualität. Okay. Also das hier. So. Und dann immer. Die werde ich wieder genießen. Ja, ja. Zu der habe ich jetzt nicht so viel mehr. Wir haben ja, das Nudeln sind ja übrig geblieben. Das weiter nicht da. Nein, sind dann so, ja, nach hier kommt. Nee, ich hole nicht mehr. Also, wir haben hier Salat. Mhm. Containert, aber noch sehr gut erhalten. Dann nehmen wir mal ein bisschen mehr. Dann haben wir hier so eine Gemüsepfanne mit Lauch, Brokkoli und Zucchini. Mhm. Dann haben wir hier so Linsen. Mhm. So. Und dann gibt es hier auch, nee, Hirse Puffer mit Lauch. Mhm. Die sehen auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Mhm. Nach einem Gespräch gefragt. Mhm. Ja, und da fiel es mir auch voll. Würde ich sagen, dass jetzt sozusagen Entwicklungspolitik per se schlecht sein muss oder sozusagen, dass irgendwie SDGs das ist nicht immer noch schützenswert in der gewissen Weise so. Der Rand wird großzügig entfernt. Sagen, halt beides finde ich halt irgendwie eine reformistische. Der Kohl ist aus dem Müll. Reformistische Agenda sozusagen innerhalb des Systems und gleichzeitig irgendwie eine systemkritische Bottom-up. Soziale Bewegungen sozusagen das System in Frage stellen. Und ich denke halt irgendwie, was ich halt spannend finde, ist ja halt also diese Vorstellung, man selbstbestimmt wiederzukommen. Kann ruhig feiner gemacht werden.
So fein wie es geht. Aber wir kochen das einfach. Sehr lange. 2 Stunden, dann ist das Ganze egal. Dann länger. Dann zerfällt das alles. Ja, danke fürs Kochen. Und Anna. Ja. Vielleicht auch nicht. Wenn ihr sie mit 2, genau. Sie wollen, dass ihr ein Gehfeeling habt. Ein Praktikum. Okay, dann sind wir ja jetzt sofort. Ich hatte gar kein Seminar, ich bin nur am Bett. Ja, das funktioniert nicht. Es macht mich kaputt. Und dass mein Kajak eben, dass man sagt, okay, wenn es bestimmte Hüllen gibt, wie jetzt die Naturfrage, man kann die nicht mehr verhindern. Eine moralische Struktur. Das scheint mir wichtig zu sein, auch um zu sehen, wie man Gegenmaßnahmen ergreifen will, wenn man sie dann ergreifen will. So ist das nämlich, so nach einer Party oder einfach nachdem man gelebt hat, produziert man einfach Müll. Mhm. Und das hier ist der gelbe Sack, der wird in Deutschland getrennt. Plastik sollte es eigentlich nur sein. Hauptsächlich wird es dann verbrannt. Manchmal wird es auch wiederverwendet, aber ich glaube bei Plastik nicht so doll. Aber wir sollten das ja bündeln, wenn wir noch Sachen haben. Ihr müsst ja wieder aufstellen, es geht. Wir brauchen ja eine Steckdose. Ich könnte natürlich die Schuhe aus meinem Lager noch kriegen. Kai, das ist auch nicht, das ist zu hippie. Das ist auch nicht in den Beitrag. Also, heute gab es Kürbissuppe. Wie man sieht, ist nicht viel übrig. Dieses Tiramisu wurde bei Lidl aus dem Container gefischt und es schmeckt noch fantastisch. Jetzt ist Ihre Chance. Ich kann nur ein Lied. Spielen Sie. Spielen Sie an. In Gedenken an John Lennon.
tropft Karotten. Oh ne, der tropft. Ja, morgen. Ja, klar, warum nicht? Da kann ja auch mal einen Burger zubereiten. Ja. Alter! Ja, logisch! So, ich nehme nur die Pickups. Hier sind dann noch die Sachen. Komm auch mit. Oh, die sind offen. Nee, ist nicht gut. Nice. Aber das Ding ist, Kochaufnahmen habe ich eigentlich schon so viel aus Mühlenheim. Und in der Küche braucht man mittlerweile vielleicht auch nicht. Also ich frage mich noch, wie wir da haben. Was sind zwei, der eigentlich Aufnahmen macht? Kai schon, gell? Seid ihr einfach noch was Scheiße? Nein, siehst du, genau das geht. Das war's, danke schön. Vielen Dank. Ah, und das zum Beispiel, halt, wenn den Bleistift rauskommt, nicht so geframed von Marc von der Mittler wissen, sondern muss er notwendig ist. Ja, wir haben die ganzen Flips. Du brauchst so in die Ferne gucken, so, ne? So. Nee, guck in die Kamera. Die Zukunft wird großartig, Daniel. Business is booming. Das ist eben das, was Design Sprint ist, dass man sich auf die Messages. Sell Drugs online fast. Ja. Du erinnerst mich irgendwie an diesen. Wir wollen es kategorisieren, was du eben auch meintest. Vielleicht von Kai. Kategorie. Ja, der Kai hat ja unsere Netzwerke, sondern Gesellschaften sind komplexe, kooperative Gefüge eben von Menschen, die zusammenarbeiten und gegeneinander arbeiten. Oder seinem, keine Ahnung, Vater. Du bist halt nie zufrieden mit dem, was du machst. Und deswegen führst du Skizzenbuch, weil dann lernst du. Awareness schaffen fände ich schon auch wichtig. Aber die Gesichtserkennung erkennt deine Bilder, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sie malt dich. Ja, wow, auf die Minute. Was ist der kleine Gegenfall? Das ist einfach, wir arbeiten uns an dem Thema. Okay, Freunde, heute sind wir am zweiten Tag, den Kapitalismus zu zerstören. Seid ihr am Start? Jo. Und dann starten wir so rein. Ich sag, wir machen einen Vlog. Also, wenn, keine Ahnung, wie Geld das gespendet wurde, obwohl... Und zwischen persönlich und dem Zweck der Kunden, dass ich den Verein auch unterstütze, ja, weil irgendwie so ein Argument, wo man selbst halt, was einen selbst dazu bewegt. Ja, Mama, was es mag, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist Kussklapp. Die Leute aus der Fabrik schauen, wo sie die Materialien auf der Welt herkommen. Je nachdem... Ja. Finden lassen. Ja, genau. Und manche einfach eine Gruppe anzufangen, vielleicht mischen wir. Einlegen und in oder so. Also, wir haben schon sehr viele konkrete kleine Ideen für das Ding und wir werden dann schauen, was wir machen. Genau. Die Geschichte endet damit, dass am Ende eben keine Bäume mehr stehen, der Kapitalist ein riesiges Schloss hat. Thank you.
Du hast das Wort. Wir? Ja. Dreißigjährige Pärchen. Nehmen Sie die Kamera weg. Der Name, der ist einfach immer noch da. Man kommt hier nach Monaten hin und der Name ist noch da. Und wir gehen zum Fabi und zum Lukas. Es sind immer neue Sachen, wenn man hier hinkommt. Und seit wann würdest du sagen, bist du in der Sicherheit? Klar. Und dann kommt die Angst, der ruft mich dann irgendwie. Ballermodus und irgendwie, genau. Und dann irgendwie, aber ich auch so früher irgendwann machst du in Berlin, ich war immer so, das ist anders. Wir befinden uns am Nichtort, Einkaufszentrum, Forum in Koblenz, Stadtmitte. Das ist schlimm. Es riecht künstlich. Es riecht nach Käse. Es riecht ein bisschen nach Plastik. Und nach billigem Parfum. Und es kommt komische Musik. Es ist nicht Radio, es ist einfach irgendwelche Lieder laufen hier. Es scheint die Sonne rein, aber sie kommt von irgendeiner Ecke. Ja. Mach dich so frisch. Ja, ich glaube, man muss halt einfach wachsam bleiben. Ich glaube, das eine ist das andere. Nice, Leute. Okay, also hier haben wir eine Treppe, die gleichzeitig eine Sitzmöglichkeit darbietet. Das ist gerade ein Video. Ja. Ja, wobei ich ja echt sagen muss, also ich habe hier erlebt. Ja, der ist lecker. Der Ort hat eine positive Ausstrahlung irgendwie. Wir können ja erstmal anfangen, dann gleich starten. Also irgendwie muss man. Wie gesagt, lebendig und aufgeräumt, also eine richtig schöne Mischung. Häufig ist halt entweder das eine oder das andere, also sozusagen sehr chaotisch und sehr hier wächst das oder halt so ein Garten von so ein französischer Garten, also total ja alles. Nur gerade oder wenn, dann halt kurvig, dann sehr so bemessen und so weiter. Wie der Sonnenkönig. Genau. Ja, und hier ist halt eine schöne Mischung. Die Mischung aus. Ja, dann eine Zwischenwelt. Zwischenwelt zwischen Ordnung und Chaos. Genau. Ja. That's it. Und Adrienne Marie Brown hat einmal Emergent Strategy geschrieben, das ist einfach eine Theorie von Wandel, aber auch Pleasure Activism, wo es darum geht, wie es Menschen eigentlich geht in diesen Wandlungsprozessen. Wir haben ja hier alles Geschäftsleute, die hier sind, ne? Die hier ein bisschen was machen. Die waren alles Geschäftsleute in der Altstadt. Ne? Aber wir Gärten, wir liefern uns das Pflanzen alles, das kommt wieder? Ja, das ist alles. Das ist so eine offizielle Anfrage. Ich würde ja her. Da hat er gute Läden gemacht, da fing der an mit seinen Läden, da hat er mittlerweile 10 oder 15 Stück. Ne? Ja.
Da, wo wir jetzt gerade waren. Mhm. Da, wo wir gerade waren. Das System hängen bleiben, wo das Sofa plötzlich wichtig wird und so weiter. Das war sehr bereichernd. Für andere Themen, die im Kopf frei zu haben, für andere Dinge, die irgendwie wichtig sind, das spielt eigentlich auch gleich der nächste Punkt. Kennst du das? Nee, tatsächlich. Außer dieses bei sich bleiben. Aber die haben sich auch gemeldet. Also wir können gerne auch morgen Abend das feiern. So, wenn dann alle wirklich das nicht kennen. Ja, das ist ja. Dankeschön. Danke. Hier, bitte. Das ist cool. Du machst einfach nur Quatsch. Okay. Radler, bitte. Ja. Gibt's auch Vegetarier ohne Käse mit Artischocken? Normale Vegetarier. Wie steuere ich eine Rheinkrone? Eine Rheinkrone. Strömung geht in die Richtung. Ich habe nur vier Prüfungen gesehen. Glückwunsch. War noch nie so gut. Da muss ich auch auszahlen. Der Auszahlen. Ich glaube, wir brauchen heute Abend noch so ein bisschen um. Ja, wir sind da in Spanzeit unterwegs gewesen. Und ja, also ich glaube, ich nehme so ein paar so. Also ich bin nicht voll orientiert. Ich werde zum Essen gleich. Ja, und in Berlin. Ich habe Zeit gebracht. Wir sind gerade dabei, Vorschläge für spannende Menschen, die wir einladen wollen, zu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, also als grobes Thema, so wie du das vorhin gesagt hast, was in dem Objekt. Vielleicht dazu, ich mache im Dezember einen Workshop hier in der Gesamthochschule zur Transformation des Alltags. Und da geht es darum, wie sich sowohl materielle. Ja, ich finde es so krass, auch so erstes Semester, wie wenig. Wieso? Moderation in der Küche, nackt mit einer Schürze und kocht eine schöne italienische Pasta. Hoch sei die Leben, dreimal hoch, hoch, hoch! Das hat jetzt aber keinen Sinn mehr. Das war ich. Hier steht Gemüse. Dann hier das Saatgut. Hier habe ich Flyer verteilt. Der Lizenzvertrag, der ist das Wichtigste. Noch mehr Gemüse. Hier läuft das Video in Dauerschleife. Hier noch zwei Plakate. Das ist der Stand. Hey Kai. Das gefällt mir. Lieber nicht fragen, sonst bin ich nicht fragen. Also ein Gedanke ist hier, zu uns kommen ja Studierende. Das soll es auch sein. Aber wir sind nicht professionell. Das soll es auch sein. Oh. Das müssen wir zeigen. Ich sind vier Leute.
Okay, was sagen Sie zu diesem Tag der offenen Tür, Frau Anne? Es gibt gutes Essen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Dann soll ich was Richtiges sagen? Ja, keine Ahnung. Ich sehe für Spaß. Ah, für Spaß. Also, ich muss ganz dringend aufs Klo gerade. ich habe schon viel Wasser getrunken. Ich werde gleich den Asterstand betreuen. Ich habe 2 Workshops mitgenommen, die ich beide schon, also von Menschen, die ich kannte und bei denen ich mir schon ein bisschen vorstellen konnte, was passieren wird. Ich habe es trotzdem gemacht, ein bisschen aus Solidarität. Ich habe also nicht den Anspruch von Luis gefolgt, dass ich nur mache, was ich möchte. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich auch ein bisschen verpflichtet gefühlt. So it was. Ich freue mich, dass wir heute alle hier sind und wünsche alle einen ganz wunderbaren Tag. Hier gibt es so Falafelröllchen. Das Hühnerteig mit Spinat. Und das hier, weiß ich nicht so viel, dass das ist, ehrlich gesagt. Aber ich will das hier nehmen. Der Chef Amerikaner, der Schauen hat ihn auch. Ich habe dann meinen Medienschiffskameraden losgelassen. Er meinte, der Herr kann natürlich nicht sprechen. Was ist denn? Es sind genau da. Perfekt. Passt alles rein. Okay. Den Turm, den Springer und den Bauern. Also die Spannung auf 1 und 4. Elektro? Nee, will er nicht. Nee, Elektrik, Fahrrad, nee. Strom will er nicht. Ne? Verrückt. Mechanik. Ja, Mechanik. Das ist auf jeden Fall das wichtigste Bild, das du im heutigen Tag schießt. Ja. Donut-Ökonomie. Das ist der erste. Das ist ein wichtiger Moment. Ich kann mit Nina anstoßen. Weiß jemand, wo mich erinnert? Ja. Nee, ist schon dynamisch. Das muss jetzt so. Prost! Und einige, die gesagt haben, sie erkennen hier. Da geht das Essen. Man wird gleich wieder aufgetieft. Was? Nein, aber ich werde mich auch. Wir können Paula nicht zurücklassen, wir können Lars nicht zurücklassen. Aber wenn sie nicht stark genug sind. Wir können. Oh Gott, wir können Hannah nicht zurücklassen. Warum? Ich höre es nicht. Hey, bringst du mir das bei? Okay, 20. Wir würden okay. Kommst du mit direkt? Warte, Miel. Willst du eine Harvard? Willst du eine Sektflasche tragen? Also, ich bin nicht Fotogen. Das ist egal, mach 10 Stück. Ich mag nicht. Das Glück meint es nicht gut mit dir, Brother. Nee. Zeig ich doch, das ist die Kamera. Ah, let's go, man. Let's go. Okay, jetzt der Pass. Der Pass. Hier, komm. Und jetzt? Mr. Longshot. Oh Gott, oh Gott. Aber den Bart. Sehr gut. Aber ich kann doch keinen. Moment, jetzt nicht das Thema. Urlaub. Köstlich. Urlaub. Versucht irgendwie im Zug herzukommen. Wir geben 10-mal mehr als alle. Festgestellt, dass es entweder so 9-Euro-Ticket war, keine Option. Okay, Freunde, das ist das Ende. Aber es ist gleichzeitig ein Anfang.